willst ein paar Packs öffnen, aber dir fehlen die nötigen Coins? Dann schau einfach in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu MMOGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 14 Ultimate Team Pack Opening. Ja, wir haben immer noch das Team of the Season der MLS und wir wollen jetzt mal ein paar Packs aufmachen. Es wird heute 5 Packs geben mit den 25k Packs. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wir gehen mal direkt hier rein. Oh, sind da schöne Spieler. Ich habe nämlich demnächst noch was vor. Der Badeschlappen hat mich da so ein bisschen inspiriert. Er verlost ja ständig 100k auf seiner Facebook-Seite und sowas ähnliches möchte ich gerne auch machen. Vielleicht aber entweder mache ich das auch mit Coins oder aber ich werde da einfach ein paar Spieler mal so hinstellen, die man von mir gewinnen kann. Zum Beispiel hier Luka Modric oder so, über den ich mal so anbiete. Mal gucken, was ist denn so sein Preis. Ich glaube, man sieht es jetzt hier 65. Kann das gewesen sein mit 65k? Ja, also mega krass teuer ist er nicht, ne? Aber doch schon ein bisschen. Und ja, da dachte ich mir eventuell, dass ich hier vielleicht ein, zwei Spieler oder so verlose. Ne? Vielleicht noch nicht den Lose, den Klose, vielleicht das zum ganz zum Schluss. Und da werden wir das so ähnlich machen, wie der Badeschlappen das schon vorgeschlagen hat. Nämlich mit Liken, Kommentar da lassen. Und vielleicht entweder Freunde verlinken oder eben einfach nur teilen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und dann machen wir hier mal direkt den Anfang. Mit den 25k Packs gehen noch 7 Stunden 50 Minuten. Das erste Pack machen wir auf. Ich wollte euch einfach das nur mal erzählen, damit ihr so ein bisschen wisst, was hier demnächst auf unserer Facebook-Seite kommt. Also ganz wichtig, auf unsere Facebook-Seite gehen. Und für einen oder anderen, der sich dann fragt, Xbox? Nein, keine Xbox, sondern es ist, jung, bei Wolfsburg jetzt, genau. Es ist, Balotelli ist, glaube ich, nichts wert. PC, 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 PC. Also, wenn ihr mitmachen wollt, dann für den PC. PlayStation 4 habe ich im Moment noch nicht so was zum Verlosen. Das könnte ich irgendwann demnächst machen, sobald wir sagen, wir sind durch mit unserem Sanchez Dream oder so. Mal gucken. Aber das wird noch ein bisschen laufen. So, das hier, nö, komm, hau weg. Egal. Ich habe wahrscheinlich auch schon MLS-Spiele abgestoßen, die wohl etwas mehr wert sind. Wahrscheinlich wegen des MLS-Cups oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber ich, ja, dachte mir, egal. Hab da nicht so krass drauf geachtet. So, Fortunis. Aha. Nehmen wir mal mit. Perret. Haiti. Mhm. Barnetta. Hat er nicht mal woanders gespielt? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Kabul. Mhm. So, gerade fängt meine Nase an zu kribbeln. Oh, oh, das ist nicht so gut. Haben wir schon. Oh. Nein, noch nicht. Ich hoffe nicht, dass es jetzt hier explodiert. Also die ersten beiden Packs, da war ja noch gar nichts los, wa? Schon ein bisschen schade. Gucken wir weiter. 3, 2, 1. Boah! Maxis, oh Mann. Schwegler. Die Bundesliga-Typen nehme ich gerne einfach mal so mit, weil, ne? Finde ich gut. So, und hier ist nix. Ja, ist ein 25k-Pack, aber es sind halt nur 3 seltene drin. 25k-Pack mit 12 Spielern, das ist schon nicht schlecht, da kann ja halt was Gutes dabei sein. Aber wenn eben nur 3 selten dabei sind, dann ist das schwierig. Okay, und Viviano. So, jetzt wird es langsam ein bisschen sehr kribbelig. Endoye, der war doch bei, wo war der denn? Hatten wir den nicht bei Atletico vorher oder so? Oh je, oh. Oh je, oh je. Oh je, oh, ihn möchte ich gerne benutzen, ey. Überhaupt kein Pace. Adriano. Mhm, okay. So, dann ist es, ach, ich glaub's ja nicht. Ist schon jetzt hier das letzte Pack, das letzte 25k Pack. Vielleicht mache ich einfach so noch ein paar 7,5k Packs auf, damit die Folge nicht ganz so mega kurz ist. Aber ich dachte mir, lieber ein bisschen das aufteilen, dass man ein bisschen länger was hat, wa? So. Aha. Ein Stürmer. Inks. Ja, nehmen wir den mal mit, weil der ist so schnell. Pizzi. 4 Sterne. Nehmen wir mit. Hasebe. Der kommt mir auch bekannt vor. Er ist von Frankfurt. Nehmen wir mit.
Juan, Maikon und Sau. Sau könnte sau wenig wert sein, wa? Witzig, wa? Ja, ist nicht so viel, wirklich viel wert. So 500, 600, 700. Dann hört es aber auch schon fast auf. Okay, verkaufen wir für 3000 Coins. Dann machen wir noch so zwei, drei zum Abgewöhnen auf. Drei, 7,5 K-Packs. So, und dann hoffe ich natürlich. Ich höre irgendwie gar keinen Sound. Ihr? War die ganze Zeit kein Sound? Kann das sein? Weiß es nicht. Ich glaube, das Fenster hatte ich nicht richtig angeklickt. Oh, scheiße. Ja, da hatten wir vermutlich die ganze Zeit keinen Sound. Oder ich habe ihn nur nicht gehört. Van Beuten, ey, ja. Ist richtig. Indus Inca weggeworfen. Ja. Ist ja gut. Den brauche ich nicht mehr. Ich habe so viele Anker hier liegen. Und 3, 2, 1. Oh, hier ist ja gar nichts dabei, Freunde. Was ist denn hier los? Arango. Oh, der war ja mal bei Wolfsburg, ne? Und jetzt ist er bei was? Venezuela ist er? Ja, das ist klar. Tijuana. Liga Bancomer MX. Also ist in Mexiko jetzt. Oh, okay. Interessant. Ja, so schnell geht's, ne? Also, ich weiß nicht, wie gut die mexikanische Liga ist. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Also, die Mexikaner sind eigentlich ja nicht schlecht im Fußball, ne? Also, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht, wie gut die Liga so an sich ist. So, das letzte Pack aufgemacht, das kostenlose. Und dann sage ich schon mal, herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns dann morgen oder die Tage dann wieder. Ich weiß noch nicht, wie ich das strecke jetzt hier mit den Pack-Openings. Über die Gamescom. Mal sehen. Adrian, way. Bei Porto jetzt. Na gut. Als Defensiver. Ja, ja. War er immer bei Porto? Ich hatte irgendwie... Ich weiß es nicht. Gut, dann war's das. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.